Ja, für Mathematik hat die Uni Bielefeld einen ziemlich guten Ruf in Deutschland, ist in unterschiedlichen Rankings, glaube ich, entweder auf dem zweiten oder dritten Platz. Die Uni unterstützt mich so weit, dass sie mir alle Möglichkeiten gibt, mein Fach gut zu studieren. Und die Professoren helfen mir auch tatsächlich bei Fragen. Also die Fachschaft bietet super viel Rückhalt. Man kann super viel zusammenarbeiten. Man lernt, wie man mit Leuten zusammenarbeitet, man lernt Präsentationen, man lernt auch durch Tutorien, wie man anderen Sachen vorstellt, weil wir müssen vorrechnen in Tutorien. Das hilft unheimlich, wenn man Leuten schon mal Sachen erklären muss. Also wir haben fächerübergreifende Module, die sozusagen Mathe und die Bildungswissenschaften verknüpfen. Somit habe ich halt direkt den Bezug zur Schule und nicht nur mathematische Inhalte. Wir haben verschiedene Praktika direkt am Anfang und es hilft einem unheimlich, in den Schulalltag eingeführt zu werden. Das heißt, man hat direkt diesen Perspektivwechsel. Am meisten gefällt mir in meinem Studium die Mischung aus Mathematik und Wirtschaftswissenschaften. Da kriegt man einmal ein bisschen praxisorientiertere Themen mit in Wirtschaftswissenschaften, aber auch sehr viel mathematisches Wissen und die Art zu denken. Also in Mathe gibt es nicht den einen Beruf, den man später mit diesem Studiengang machen kann. Aber was oft geschätzt wird, ist das abstrakte Denken, was man im Studium lernt und dass man verschiedenste schwierige Probleme angehen kann und dabei eine sehr hohe Frustrationstoleranz hat.